Es war ein ganz besonderer Abend unter der Reichstagskuppel. Maestro Daniel Barenboim verzückt die Kanzlerin, das Bundesjugendballett begeistert, spannende Diskussionen und viele aus Theater, Film und Fernsehen bekannte Gesichter. All das gab es beim zweiten Kultursalon der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Kultur ist für den Zusammenhalt einer Gesellschaft wichtig. Kultur ist auch eine gute Möglichkeit, über die eigene Gesellschaft nachzudenken. Und deswegen glaube ich, dass gute Politik ohne einen intensiven Kontakt zur Kultur gar nicht möglich ist. Und für diesen intensiven Kontakt ist der Kultursalon der Unionsfraktion die perfekte Plattform. Die Erwartungen unter den rund 1200 Gästen sind hoch. Hier begegnen sich fast alle Kulturschaffenden aus den verschiedenen Bereichen und das ist eine tolle Sache. Und ich erwarte mir viele Begegnungen, Bekanntschaften. Ich glaube, die Politik ist natürlich wichtig, weil sie auch ein Hauptsponsor der Kulturschaffenden ist. Und das ist auch gut so, dass wir in Deutschland eben so eine große kulturelle Vielfalt haben. Darum beneidet uns die Welt. Ich hoffe, dass ich auch etwas Neues erfahre und was lerne. Für den intellektuellen Input ist gesorgt, und zwar auf gleich vier parallel stattfindenden Podiumsdiskussionen. Es geht um Themen wie Kultur als Mediator und Motor der Gesellschaft. Panel 2 beschäftigt sich mit Kultur als Exportschlager. In Panel 3 wird über das Urheberrecht diskutiert und die vierte Runde erörtert die Möglichkeiten der Bundesfilmförderung. Ich finde es ganz toll, dass so viele Kulturverantwortliche und auch Künstler, ausübende Künstler hier sind und mit uns, mit den Politikern Lust haben, ins Gespräch zu kommen. Mal etwas anders, also auf der Plattform der Politik im Reichstag. Da muss ja auch manche Hürde gedanklich überwunden werden, dass es diese Nähe inzwischen gibt. Das finde ich ist ein Gewinn und das sollten wir pflegen. Wenig später ist auch die Bundeskanzlerin eingetroffen, für viele einer der Höhepunkte des Abends. Die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel. In ihrer Rede geht es um die Kulturvielfalt in unserem Land, das Urheberrecht und auch um die politische Auseinandersetzung im Allgemeinen. Dass immer, wenn zwei Menschen unterschiedlicher Meinung sind oder Gruppen unterschiedlicher Meinung sind, wird das verbucht unter Streit oder Eklat, aber nicht unter Produktivität einer geistigen Auseinandersetzung. Und ich glaube, eine Gesellschaft verstummt und verkrustet, wenn sie nicht in der Lage ist, ein zivilisiertes Streitgespräch zu führen. Und das ist das, was ich mir für Deutschland wünsche. In diesem Sinne einen schönen Abend. Jetzt erwartet die Zuschauer aber noch ein weiterer Höhepunkt des Abends. Daniel Barenboim und ein Teil seines Westeastern Divanorchesters spielen Mozart, sehr zur Freude der Bundeskanzlerin. Offenbar ein rundum gelungener Kultursalon. Die Erwartung ist natürlich, wenn die CDU eine Veranstaltung macht, dass es interessant wird. Und so war es dann heute auch wieder. Besonders faszinierend fand ich die Ansprache der Kanzlerin, die sich sehr positiv zur Kulturpolitik geäußert hat. Großartig, wunderbar. Vor allen Dingen hat mir besonders locker und souverän Frau Dr. Merkel gefallen, unsere Kanzlerin, super. Ein ganz besonderer Abend eben, der nach einer Tanzvorführung des Bundesjugendballetts in geselliger Runde zu Ende geht.